Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu Catch 'em All Challenge. Im letzten Part ist Folgendes geschehen, eigentlich, naja, gar nichts. Wir waren sehr, sehr erfolglos im letzten Part, nachdem wir versucht haben, einen Dragonite tatsächlich hier zu fangen. Eins ist uns echt begegnet, aber es ist leider geflohen. Insofern habe ich mich zu Folgendem entschieden, wir wollen jetzt ein ganz normales Dratini erstmal weiterhin trainieren, so wie es immer ist. Und wenden uns nun heute, oder sagen wir ab jetzt, anderen Pokémon zu. Dragonite kriegen wir auch per Entwicklung notfalls auch. Das ist ja auch in Ordnung. So. Wir schauen uns aber, wie gesagt, jetzt einmal noch mehr hier rüber. Neben einigen Pokémon, die wir halt, wie gesagt, nur per Tausch erhalten, das kommt eben danach, müssen wir mal schauen, welche Pokémon wir noch bald entwickeln müssen. Ansonsten direkt Pokémon, die wir fangen müssen, gibt es, so wie ich das sehe, eigentlich gar nicht mehr, wenn wir jetzt immer so rüber gucken. Da wird mir jetzt halt nur einfallen, dass wir eben noch Aerodactyl kriegen müssen per Bernstein. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, wie wir den jetzt herkriegen. Ich sehe übrigens halt insgesamt gefangene Pokémon 151. Sehr interessant. Wenn wir jetzt genauso viele hätten, dass wir alle Pokémon fangen können, die es gibt, aber so ist es nun mal nicht. Wir brauchen wie noch Immunitas. Das müsste doch alles, eigentlich auch alles im Dings finden, oder? In der Zuhörhöhle. Ich muss mal kurz bei Amoroso gucken. Habitat aber unbekannt. Dann würde ich heute Folgendes machen, auch wenn ich das etwas auf etwas später verschieben wollte. Wir kümmern uns ab heute um die drei legendären Vögel. Das ist jetzt gerade das, was meine Idee ist. Und jetzt sind wir gerade zufällig natürlich beim Kraftwerk. Allerdings will ich jetzt mal ganz kurz nochmal ins Team gucken. Die Königin ist ein bisschen angeschlagen, da gebe ich dir ganz kurz einen Trank. Und dann probieren wir einfach mal unser Glück und holen direkt nochmal hier wieder auf. Oder sagen wir mal nach, dass wir es beim letzten Mal ja verpasst haben. Als wir versucht haben, Zapdos zu fangen, das ging ja kläglich nach hinten los. Das wollen wir jetzt mal wieder nachholen. So, Simsala, Nidoking, Turtok, Lurok sind dabei. Gut, Turtok ist jetzt nicht so das beste Pokémon an sich gegen Zapdos, aber gegen ihn natürlich schon. Nidoking und Simsala werden hauptsächlich was machen. Ich würde erstmal Nidoking nach vorne packen, würde ich mal sagen. Komm. Aber wir müssen das Ding hier erstmal besiegen und dann fangen. Das ist natürlich nicht wirklich so einfach, wie ich finde. Aber wir sind ja eigentlich jetzt 10 Level drüber. Insofern müsste das jetzt eigentlich gehen. Steinhagel habe ich dabei. Nidoking müsste das eigentlich rocken können, bin ich der Meinung. Und der Rest hier von den beiden, die würden natürlich gut genug Erfahrungspunkte bekommen. Ich denke mal, die vier sollten ausreichen, das Ding zu besiegen diesmal. Sollte hoffentlich klappen. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, wie gesagt, erstmal nur besiegen, das ist ja die erste Herausforderung. Und danach, was noch kommen wird, Elektroball, ist, dass wir das auch noch fangen müssen. Ob wir das mal so eben einfach hinkriegen, das weiß ich nicht. Wie Bälle müssen wir genug haben. Ich werde natürlich wieder vorher speichern, so wie wir es schon immer gemacht haben. Bin ich überhaupt richtig? Sieht nicht danach aus. Okay, schon mal ein Voltaball-Trainer, auch gut. Hier drüben war ja auch ein Elektroball, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal wieder den Weg durchfinden durch das Kraftwerk. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Bin sehr gespannt. Aber das sollten wir hoffentlich hinbekommen. Gut. Aber ich bin sehr zuversichtlich, das können wir schaffen. Jetzt sind wir vom Level her hoch genug, dass wir Zapdos besiegen können. Ist das der richtige Weg? Ja, müsste sein, ne? Ja. Ich muss schon hier oben lang. Der Gang ist wichtig. Oh, ein Zapdos-Trainer. Alles klar. Guck mal, die sind also jeweils immer hier. Ich sehe schon. Und da ist Zapdos auf der Seite. Kannst du jetzt nicht direkt sehen? So kann man schon sehen. Ich frag dir mal ganz kurz. Ich bin der Zapdos-Meister. Ich habe mein Leben der Suche nach dem ultimativen Zapdos gewidmet. Ich würde... Also, okay. Alles klar, dann wird er selber wahrscheinlich ja selber auch eins haben, so ich das verstehe, oder? Slamok gibt es ja auch. Gut. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Unser Team ist hoffentlich bereit, so wie ich das sehe. Werde nochmal jetzt speichern. Na, ihr seht schon, wie weit wir gekommen sind. 21 Pokémon fehlen offiziell noch für die 150. Ich bin gespannt. So, Leute. Ich setze wieder ein, bevor ich es wieder vergesse, zu aktivieren. Zapdos, wir sind wieder da und wir probieren es jetzt erneut. Bin gespannt. Alles klar. Zapdos ist bereit, würde ich sagen, liebe Leute. Es geht los. Zapdos erscheint. So, mehrere Statuswerte von Zapdos wurden erhöht. Das macht es natürlich nicht einfach, das Ding zu fangen. Also erstmal zu besiegen. Aber so sollten wir es hinbekommen. Du bist Level 50? Ja, Kampfzeit von 5 Minuten. Das sollte reichen. Steinhagel, let's go. Das Ding ist voll noch schneller. Okay, aufgrund der erhöhten Initiative wahrscheinlich. Steinhagel trifft, das ist sehr gut. Okay, ist ein Turret. Kriegen wir also alles hin. Gut. Gut, dass wir so lange gewartet haben zu trainieren. Die Erfahrungspunkte, die wir damit mitbekommen, werden auch wichtig sein für die anderen beiden Karpalken, die ja sich auch noch leveln sollen. Wird schon wichtig sein. Triff. Danke. Sehr gut. Dann war's das schon mit Zapdos. Sehr gut. Dann kann's losgehen und wir machen weiter mit dem eigentlichen Fangversuch. Achtung. Los geht's. So. Das ist das Ding. Das ist deine Chance, Zapdos zu fangen. So, das Ding ist mit Sicherheit ziemlich gut unterwegs. Wir sehen schon. Erstmal haue ich da eine Sonderbeere raus. 40 Überbälle sollten noch nicht reichen. Wenn er überhaupt so lange da bleibt, das wäre meine Hoffnung. So.
Macht's aber trotzdem nicht einfacher. Moment, das müssen wir so mal ändern. Los geht's. Greif das mal an. Komme ich da oben hin? Komme ich. Okay, war immer ein guter erster Versuch. Vielleicht ist er direkt mit dem ersten Versuch drin. Man weiß es nicht. Bin raus! Alles klar. Ich sag nichts. Ich hatte riesen Respekt vor diesem Ding. Ich dachte, wir brauchen den ganzen Part dafür. War anders geplant. Gut. Sehr schön, Leute. Hey, Level Ups. Wow. Freu mich. Freu mich sehr. Turator kriegt Level 60. Ist das bei euch auch so einfach? Also ich weiß grundsätzlich nicht, wie einfach es ist, die Pokémon zu fangen hier. Aber ganz ehrlich, ich hatte mit vielen, vielen anderen Pokémon... sehr schön. Geil. Damit haben wir es auch getriggert. Viel mehr Probleme gehabt. Das wisst ihr ja in diesem Let's Play. Aber Wahnsinn. Das ging sehr schnell. Lag wahrscheinlich in der goldenen Sonnenabwehr, keine Ahnung. Aber gut, es hat sich ja schon gelohnt, wie wir sehen, denn Tragos entwickelt sich zu Knogger. Endlich haben wir das auch noch mit drin, es sind gleich zwei Einträge in einem. Das finde ich sehr, sehr gut. Läuft. Sehr gut, und Tragos wurde zu Knogger, damit sind wir jetzt schon deutlich erfolgreicher als im letzten Part gewesen. Sehr, sehr schön. So, und Zapdos direkt gleich oben drauf noch, kommen wir gleich dazu. Knogger, einst war es klein und schwach, doch jetzt ist es geschickt im Umgang mit seinem Knochen und verhält sich äußerst brutal. Das ist ja nicht so nett. Na gut. So, du willst noch eine Attacke lernen? Schwerttanz. Ist cool, aber nö. Sehr gut. So, du bist fertig. Weiter geht's direkt mit Zapdos. Alter Schwede. So, dieses legendäre Vogelpokémon erscheint, wenn sich der Himmel verdunkelt und Blitze unablässig herunterdonnern. Geil. Erstmal in die Pokémon-Box. Das war schon nicht ohne, würde ich sagen. Geil, wir haben das Ding gefangen. Ja, das ging doch recht einfach. Hier ist alles am Überladen. Sehr schön, das war der erste Vogel. Kommt, wenn wir weiterhin so schnell sind, dann machen wir die anderen Vögel auch nochmal hinterher, oder? Was sagt ihr? Du, wir müssen natürlich erstmal Knogger aus dem Dings nehmen, würde ich mal sagen. Weil das ist ja schon fertig entwickelt. Da können wir jetzt noch ein anderes Pokémon mit dazu nehmen. Das müssen wir ganz kurz überlegen, welches. Zapdos ist hier. So, da ist Knogger, du kommst dann raus. Komm, jetzt machen wir mal so. Aus dem Team entfernen. So. Oh, das war einer zu viel. Das wollte ich nicht. So. Wer soll jetzt gelevelt werden? Wer möchte gerne? Ich weiß natürlich, was noch braucht nebenbei. Das überlege ich gerade. Ich muss ganz kurz wieder in Pokédex nachgucken, was als nächstes Sinn macht. Ich habe schon wieder vergessen. Ich werde auch gleich nochmal gucken müssen, was wir noch in der Pension haben. Das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Und jetzt muss ich selber nochmal suchen. Was muss noch entwickelt werden? Kittly brauchen wir so. Traumato. Das haben wir definitiv nicht in Dings. Und Traumato gab es auch nur an der einen Stelle. Das heißt, wir müssen Traumato auch trainieren. Okay, das ist ganz safe. Das weiß ich jetzt schon. Ja, nee, das war richtig. Muss ich mir auch dran gewöhnen. So, Traumato. Das ist immer noch Alphabet sortiert. Guck mal, da sind sie doch alle. Und hier ist noch ein Level 19. Komm. Gleich zum Team. Perfekt. Sehr schön. Dann kannst du weitergehen. So. Nikoing hat gut gekämpft, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Wir machen gleich den nächsten Vogel. Komm. Irgendwas scheint dir nicht zu gefallen. Das ist mir sowas von egal. So, Himmelsritt. Nächster Vogel, Arctos oder Lavados? Was sagt ihr? Ich kann ja sowieso nicht antworten. Insofern, ich würde eher sagen Arctos, weil das kam als nächstes dann. Und danach später Lavados halt beim Dings. Ihr wisst schon, in der Pokémon-Liga, in der Siegestraße, so gesagt. So, einmal zu uns jetzt in die Nobelinsel. Ich würde ja immer noch gerne wissen, woher wir den Bernstein kriegen. Das weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Das muss ich noch mal ehrlich gesagt recherchieren. Muss ich nochmal auf meine Liste gucken. Bernstein brauchen wir. Wir brauchen auch irgendwie die Möglichkeit, einen Ammonitas zu fangen. Aber ich glaube, das ist auch wieder editionsabhängig. Würde ich das mal sagen. Aber das wir noch nie eins gesehen haben. Das ist das, was mich eigentlich wundert. Da müssen wir halt nochmal schauen. Aber gut, ich kann es nicht ändern. So, hier hat alles gepasst. Sehr schön. Aber auch einen theoretischen... das war nicht editionsabhängig. Das war abhängig davon, welche Fossile man kriegt. Aber die müssen wir doch auch in der Azurierhöhle kriegen, oder nicht? Ich glaube, will man sagen, das können wir uns auch spätestens in den nächsten Parts nochmal drum kümmern. Erstmal will ich mich jetzt schon um die Vögel kümmern. Und wie schon versprochen, Mewtwo kommt ganz zum Schluss. Das ist mein Ziel, dass ich das ganz am Ende einfangen will. Das hat auch bestimmt noch ein paar mehr Level drauf als unsere Freunde, die legendären Vögel. So, wir haben hier alle bekämpft, ne? Ja, ich glaube schon. Da haben wir niemanden ausgelassen, würde ich sagen. Da bin ich mal gespannt. So, ich bin auch hoffentlich jetzt schon... Oh, okay, den Toxer gleich. Schon auf der richtigen Seite, glaube ich, wo ich direkt auf Arctos treffe, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder ob ich von der anderen Seite eher kommen müsste. Das weiß ich nicht. Werden wir sehen. So. Ich glaube, es ist die richtige Seite hier. Bam, 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 bam. Gegen Arctos, ich glaube, ich würde in diesem Sinne dann, das kann ich jetzt schon mal machen, mit Glurak anfangen. Das macht am meisten Sinn. Mehr als mit einem Nidoking, was eine Eisschwäche hat. So. Bam, badam, bam.
Und immer noch kein Shiny-Pokémon. Wer hätte das gesagt, dass das ganze Let's Play über kein Shiny-Pokémon kommt? Aber vielleicht kommt das ja noch. Man weiß es nicht. Uli, ich habe schon mal eins übersehen. Er hätte ihm das schreiben müssen. Würde ich nur mal sagen, ne? Wenn ich das schon verpasse. So. Hier sitzt. Guck mal, hier ist ein Dragonier-Trainer. Toll. Schön, dass der hier ist. Vielleicht gibt es ja hier Dragonier. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich muss oben lang, ne? Ja. Wäre natürlich mal eine geile Sache, wenn ich plötzlich ein Dragonier auftaucht im Wasser. Aber ist ja bis jetzt noch nicht passiert. So, erstmal ein großes Golbat. Ich muss nach unten, ne? Das ist, glaube ich, richtig. Ich glaube ja. So. Ach, guck mal. Ist richtig, weil hier ist der Arktos-Trainer schon wieder, ne? Arktos-Meister. Schön. Das ist ganz klasse. Gut, aber dann sind wir hier auf jeden Fall richtig. Und schon wieder das Parfum, was kurz zuvor ausgeht. Aber wir sind bereit, Leute. Komm, wir holen uns gleich den nächsten Vogel. Da muss die Zeit ja eigentlich reichen. Haben wir den Dara. Das geht. Arktos ist direkt da. Ich werde mal wieder speichern. Oh, das ist Muschas. Das surft rückwärts. Das ist auch interessant. Wusste ich nicht. Okay. Muschas haben wir schon gefangen. So, einmal direkt gespeichert. Es geht nochmal in den nächsten Versuch. Bin mal gespannt, was Arktos zu uns sagen wird. Was denn hier? Oh ja, Leute, jetzt wird's eiskalt hier. Arktos, also von den Vögeln, mein Lieblingsvogel, Arktos, erscheint. Auch da Erhöhung der Statuswerte, alles klar, total unfair. Aber gut, kann ich nichts daran ändern. Du bist dran, du kriegst das hin. Auch du Level 50. So, einmal bitte mehr Entwicklung, und zwar die Y-Variante, weil wir da einen stärkeren Flammenwurf haben. Und der wird wehtun. Wird zwar kein Wunder sein, vermutlich aufgrund der erhöhten Statuswerte. Aber wir kriegen es ja trotzdem hin. So, Gurak, du kannst beginnen. Ich bin gespannt. Ja, wir sind sogar schneller. Das ist gut. Ich nehme mich sehr gerne. Mal gucken. Oh, mal knapp dran. Bitte keinen Freeze. Vielen Dank. Sei so frei. Ich kann auch gegen eine Wand drehen, ne? Und mit Flammenwurf müsste ich mich selber auftauen. Kann ich das? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Damit sieht ihr was auch? Nee, geht nicht. Oh, und er nutzt das Eisfeld aus, ist mal Agilität, damit er schneller ist. Ist klar. Ich habe noch 4 Minuten Zeit. Also die Zeit wird es erreichen, wenn ich nur einen Angriff durchkriege, dass ich nicht unter die Zeit komme. Ich will nur hoffen, dass ich noch einmal kurz mich auftauen kann hier. Sogar die Flamme ist eingefroren. Geil. Sieht ja auch geil aus. Nee, keine Chance. Gut, dann mache ich es anders, Leute. Dann gehe ich nochmal raus. Auf den Call, Leute. Wahnsinn. So, Toto, du bist meine defensive Wand. Du machst den Rest hier. Sollten wir hinbekommen. Wahnsinn. So, Totok, bitte. Direkt rein. Einstrahl, bitte nicht noch ein Freeze. Sei so frei. Macht keinen Schaden, sehr gut. Ne, ich habe den Witz schon mal gebracht. Ich lasse es sein. Ich habe ein Siedewasser, oder? Ja. Und das, damit musste ich mich selber auftauen können. So war das, glaube ich, richtig. Ich fasse es nicht. Es ist Wahnsinn, oder? Spiel möchte mich schon verarschen. So. Genau, da ist statt sogar durch Siedewasser aufgetaut. Reicht das aus? Ja, gut, alles klar, dann war es kein Problem. Wären nicht ganz ein Freezes gewesen. Hehe, vielen Dank, Spiel. So, Arktos ist da. Mal gucken, meine Chance, Arktos zu fangen, ob wir das hinkriegen, wir werden sehen. Komm, nächste Salamander-Beere. Das bringt ja Glück, haben wir mittlerweile erfahren. Na, der war fast noch getroffen, war auch nicht mal ein guter Wurf. Wow, okay, das ist so die Reaktion, die ich mir dir vorstellen können. Dankeschön. Oh, ich glaube, der fliegt gleich schon. Oh, das war daneben. Bitte bleib da, wo du bist. Oh, das war perfekt. Komm, bleib drin. Bitte, 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 bitte. Sei so lieb. Schade. Oh, ich glaube, jetzt schnell, schnell. Ach, direkt nochmal hinterher. Das war total daneben. Das wäre zu früh gewesen. Das war auch nicht gut. Könnte trotzdem vielleicht ausreichen. Bitte? Oh, ich glaube, diesmal haben wir Pech. Oh, das war ja viel zu lasch. Der ist gleich weg schon wieder. Das sehe ich doch jetzt schon nicht. Es bringt aber nichts, noch eine weitere Beere zu werfen. Gut, wenn der weg ist, dann will ich sowieso nochmal neu starten. Das ist keine Frage. Okay, er bewegt sich ja nochmal. Wow, das kam mit einer Wahnsinnsreaktionsgeschwindigkeit. Hallo, bitte. Jetzt in die Mitte. Oh, perfekt, geil. Damit habe ich jetzt gar nicht richtig, dass es so straight up geht. Komm, bitte. Sei mal so frei. Keine Chance. Und jetzt. Sag mal, wieso nicht so weit oben?
Na, das geht schon wieder besser. Ich glaube, ich bin so langsam wieder drin. Gegen Zapdos konnte ich mich ja nicht wirklich aufwärmen, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere es ganz echt nochmal mit der Beere. Komm, ich hole da noch eine raus. Für dich habe ich sie da. So. Oh, das ist nicht gut. Ah, es war nicht ganz im Kreis. Sehr gut. Ah, bleib doch bitte drin. Das wird doch die Chancen, denke ich mal, oder nicht? Na, Timing leider nicht richtig gut. Schade. So, bitte. Macht's nicht gerade einfacher. Oh, komm schon. Ich kann nicht so genau ziehen, wenn er so nicht so ganz... Ah, es ist schwierig. Nein. Ich habe schon wieder die Hälfte meiner bisherigen Hyperbälle habe ich schon verbraten an ihm. Das könnte jetzt aber reichen, bitte. Boah. Ja, dann nicht mehr eine Chance, einmal richtig zu werfen. Komm schon. Oh, das war, komm, das war so perfekt. Komm schon, Arctos. Da musst du da auch mal Ehrfurcht zeigen. Komm schon, bitte. Mindestens 3 Wackler wären schön gewesen. Ah, so richtig ziehen kann ich auch nicht mehr, wirklich. Nee. Muss schon straight in die Richtung sein. Bitte. Ah. So, einmal nochmal warten, dann greift nochmal wieder an. Ja, genau. Und jetzt. Total daneben. Was war das denn für ein Winkel gerade? Oh, komm schon. Immerhin großartig. Bitte, 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 bitte. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir dürfen nochmal resetten. Oh, das war. Ich weiß nicht, manchmal nimmt er Richtung an. Ich weiß, dass er vorher die Position meines Controllers bestimmt und ich dann drehen kann letztendlich. Aber manchmal halte ich den wirklich komplett gerade und. Lass ihn auch gerade. Und trotzdem meint er wupp in die Richtung. Ja, komm. Ja, nochmal fabelhaft, nochmal eine Chance auf einen richtig, richtig guten Wurf. Bitte bleiben Sie auch dran. Ah, nein, ey. Ich glaube, das war die letzte wirklich gute Chance. Das war komplett daneben. Also wirklich. Oh, nochmal eine. Ich habe wirklich gerade gehalten, schwöre ich. Ich meine auch, meine Switch ist direkt hier links neben mir. Probier jetzt nochmal mit einem guten Wurf. Vielleicht mag er das ja lieber. Wer weiß. Ach komm. Ich habe noch irgendwas Gutes im Beutel, was auch noch gut funktioniert hier. Komm. Probieren wir es mal so. Liebe mich. Das war voll daneben. Na, das hat auch nicht so richtig getroffen. Aber vielleicht so besser, wenn es die Goldenen eher machen. Bitte. Bitte. Ja. Geil. Wir haben es. Mein Gott. Arctos ist drin. Gut, dass er noch so lange blieb. Haben es echt geschafft. Wow, und das sind echt wenig Erfahrungspunkte dafür. Wow, na gut, alles klar, bin mehr gerechnet. Aber gut, Arctos ist auch drin, sehr schön. Den letzten Vogel werden wir jetzt nicht mal schaffen aufgrund der Zeit, aber ist nicht mal so schlimm. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Winter die Wasserpartikel in der Luft gefrieren lässt, um Schnee zu erzeugen. Das habe ich gemerkt, dadurch konnte auch 2 Pokémon von mir einfrieren. Vielen Dank, Arctos. So, hier einen Teleporter gibt es leider nicht direkt, ne? Insofern muss ich anders machen. Schaufel habe ich auch nicht mehr im Team. Ist auch nicht so schlimm, dafür habe ich ja meine Fluchtseile. Also raus hier. Müsste eigentlich klappen, ne? Flupp. Ja, ob mein Fluchtseil funktionieren soll. Ich meine, das ist ja nur ein Seil. Aber scheint ja trotzdem zu gehen. So. Dann fliege ich mal los. Hier weg. Und ich fliege jetzt von hier aus direkt nach Azur City, weil ich jetzt wirklich nochmal gucken, weil ich habe schon wieder vergessen, wirklich, was wir da echt noch in der Pension haben. Lasst mich schauen. So. Azur City ist hier oben. Aber wir waren schon echt gut, bin ich der Meinung. Nicht nur Zagosta weiterentwickelt, wir haben erstmal Zapdos recht schnell gefangen und Arctos direkt hinterher. Mehr werden wir heute auch nicht mehr schaffen. Aber ich kann darauf doch wirklich stolz sein. So. Ich hole mal ganz kurz nochmal Glurak raus, was ja auch eingefroren ist. Turtok ist doch schon wieder wach. So. So. Kannst du auch eingefroren fliegen? Tatsächlich. Geil, funktioniert. Sehr schön. So muss das. So, eine hier lang. Abra Pumluf Schanera. What the fuck? Was ist hier los? Mein Perfervert noch, das weiß ich auch. So, einmal wieder zurück. So, ich muss natürlich nochmal gucken, um sicher zu gehen. Ich weiß übrigens auch nicht genau, wann Traumatos sich zu Hypno entwickelt, in welchem Level. Es ist auf jeden Fall ein Level-Up entwickelt und es ist Paras hier, was wir drin haben. Jetzt können wir sicher gehen. Gut, mehr wollte ich nicht wissen. Auf welchem Level ist das Ding denn jetzt? So, Pokémon abholen. 10 Level. Müsste doch eigentlich ausreichen, oder? Die Frage ist, haben wir noch irgendwas anderes, was wir jetzt noch, übrigensweise noch in der Person lassen könnten, was Sinn macht? Immer eher vom niedrigen Level. Aber Paris müsste dann wahrscheinlich vom Level her über Traumato sein. Deswegen würde ich die beiden lieber austauschen, weil Traumato dann schneller hier durch Erfahrungspunkte sammelt. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Egal, wie viel Geld das jetzt kosten mag. Das ist dann relativ egal. So. Ja, mache ich einfach mal. So.
Da im Originalspiel hat er da auch das Level noch angezeigt, was es nicht nur vorher hatte, sondern was es jetzt ebenfalls mit hat. Nicht nur, oh, die Aufstieg, sondern auch eine goldene Sonarampe oben drauf. Geil. So. Ja, bitte auf jeden Fall. Pop abgeben, und zwar in diesem Voltramato. Das macht da am meisten Sinn. So. Bitteschön. Was ich übrigens am Ende noch mal wirklich ausprobieren will, ist, was passiert, wenn ich einen Onyx hier reinhole. Das würde mich mal echt interessieren, weil das passt da nicht rein. Sehe ich zumindest nicht. So, Traumatos da, anstelle von Paras. Level 29, das wird sich doch jetzt entwickeln. Also keine Frage. Definitiv. So, sehr gut. Sind wir hier jetzt mit fertig, und das würde auch heißen für uns, dass ich jetzt den Part beende. Im nächsten Part geht es dann weiter, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal schnappen wir uns nochmal Lavados. Schauen auch nochmal, welche Pokémon auf jeden Fall noch fehlen. Und dann sind wir eigentlich schon bald durch, würde ich fast sagen. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Also bis dann und auf Wiedersehen.